18 Orga TV, Servus und Hallo zur heutigen Sendung. So, die Leute, die öfter unsere Sendung gucken, die werden auch damals den Red Bull Wohnheim Contest gesehen haben. Und da sagte ich folgenden Satz: Das ist die chaotischste Sendung, die ich in meinem Leben gesehen habe. Heute ist es noch tausendmal chaotischer. Ich habe mich total getäuscht. Es ist wirklich tausendmal chaotischer. Und zwar die Leute, die unser schönes Plakat gesehen haben. Da hat ein gewisser Tim Stefaniak drauf gestanden. Der hat es vorgezogen, was Besseres zu tun und uns 3,5 Stunden vor der Sendung abzusagen. Vielen Dank von meiner Seite. Ich hoffe, es kommen wenigstens 3 Leute in eure schöne Vorstellung, wenn ihr schon keine Werbung machen wollt. Aber naja, gut, kann man nichts machen. Unser heutiges Thema ist eindeutig, nicht alles ist, wie es scheint. Was es damit genau auf sich hat, das sehen wir gleich. Da wir natürlich auch ein bisschen umdisponieren mussten jetzt in der gesamten Sendung, haben wir noch ein paar lustige Best-of-Beiträge von uns zusammengestellt. Und ja, da sind dann Sachen dabei wie beim Bundespräsident und im Campus-Cooking. Das war alles ja, ziemlich lustig. Und wir haben 2 ganz besondere Studiogäste eingeladen. Also, was heißt eingeladen? Wir haben sie ins Studio gelassen quasi, weil sie wären eh irgendwo da gewesen. Und zwar ist der Felix Eichhorn da, der Leiter des Praktikums, also für fürs Multimedia-Praktikum, für die Kleineren, die jetzt die ganze Zeit hier die Gruppe gemacht haben, unsere professionellen Gäste, die die ganze Woche da waren. Und die Orchide ist auch da. Die Orchide wird interviewt, wie es ihr so gegangen ist. Ich hoffe, sie erzählt noch Gutes über mich. Naja gut. So, zuerst möchte ich heute jetzt mal noch unsere Professionals vorstellen. Und zwar sind das da, die Jessica Zeibe, die sitzt heute an der Tonregie. Wir haben uns überlegt, wir machen einfach Bildchen rein, weil wir haben leider keine Kamera mehr, um sie direkt zu zeigen. Dann als zweites haben wir die Lena Sabelkina, die macht heute die Bildregie für euch. Und meine bezaubernde Co-Moderatorin, die Victoria Lonnes. Die sehen wir auch gerade. Genau. So, die wird uns nachher noch ein bisschen was dazu erzählen und die Gäste interviewen, weil ich mache heute eher so den wissenschaftlich korrekten Part. Das ist mir jetzt von mir gar nicht gewohnt, aber naja, gut. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal die Vorschau an und freuen uns jetzt auf die heutige Sendung. Personalanzeigen und die spätere Realität werden Mitarbeiter manchmal den Löwen vorgeworfen. Der Sportwissenschaftsabsolvent Fatih, ist seine Endstation die große Karriere oder doch eher die Kreisliga? Und der weiße Raum, eine ruhige Oase der Ruhe oder doch ein eher mittelalterlicher Folterkeller? Ja, vielen Dank, Sven. Auch ich möchte euch heute alle nochmal begrüßen und möchte mich bedanken, dass ihr alle eingeschaltet habt. Sven hat es gerade schon verraten, wir haben heute 2 besondere Gäste. Es ist die letzte MPler-Sendung und dazu haben wir eingeladen einmal unseren Betreuer, den Herrn Felix Eichhorn, und die Moderatorin oder die zweite Moderatorin, die Orchide Kümmern vom Advanced Multimedia Praktikum. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid und es geschafft habt, unseren anderen Studiogast zu ersetzen. Wir starten am besten mit der ersten Frage direkt an Sie, Herr Eichhorn. Mhm. Welches Thema hatte denn das Multimedia Praktikum dieses Semester oder unter welchem Leitthema stand dies? Ja, dieses Semester ging es rund um das Thema per Anhalter durch die Arbeitswelt. Hört sich zunächst mal komisch an. Kommt von einem Weblog, das Herr Scholz schreibt. Ich glaube, seit 4 oder 5 Jahren bloggt er bei der FAZ in ziemlich regelmäßigen Abständen. Also ich glaube, das ist immer monatsweise, schreibt er meistens einen Beitrag. Manchmal bei besonders wichtigen Ereignissen ist es dann auch noch mal ein Zusatzbeitrag. Und da kann man eigentlich sagen, analysiert er die Arbeitswelt oder beziehungsweise personalwirtschaftliche Fragestellungen aus seinem ganz persönlichen Standpunkt, von seinem ganz persönlichen Standpunkt, und immer noch mit einer Portion Humor dabei. Also wer zum Beispiel jetzt gerade heute reinschaut, wird sehen, dass es einen neuen Beitrag gibt zu Frau Dammann, die ja bei SAP rausgeflogen ist, einen Abgang gemacht hat. Und da ist auch wieder ein sehr lesenswerter Beitrag dabei. Und diese kleinen Beiträge waren das, oder dazu kleine Filme waren dieses Mal so der Aufhänger für dieses Semester. So im Nachhinein, waren Sie zufrieden mit dem Multimedia-Praktikum? Hat das alles so zu Ihrer Zufriedenheit geklappt? Oder nehmen Sie was mit für nächstes Semester, was Sie vielleicht verändern oder noch verbessern oder eventuell austauschen würden? Also ich muss sagen, ich war ziemlich zufrieden mit diesem Semester. Wir haben, also aus meiner persönlichen Sicht, haben wir eine relativ hohe Qualität an Beiträgen diesmal. Also wenn ich mir so anschaue, durch die Bank gibt es keinen Ausreißer nach unten und wir haben
ein paar sehr, sehr, sehr gute Beiträge dabei. Haben ja wahrscheinlich alle, die jetzt so die Sendung mitverfolgt haben, haben das auch schon gesehen. Ich denke, was man auf jeden Fall mitnehmen kann für die nächsten Sendungen, ist so ein bisschen die Art, wie wir das gemacht haben. Wir haben das ein bisschen umgestellt, dass wir jetzt diesmal das so gemacht haben, dass alle Beiträge zu einem Termin fertig sein mussten und dass wir dann nochmal gemeinsam in der Gruppe die auch diskutiert haben und dass auch die anderen Gruppenmitglieder Feedback gegeben haben, was war gut, was war schlecht und auch Herr Scholz mit Feedback gegeben hat. Und ich glaube, dadurch haben viele Beiträge auch nochmal an Qualität gewonnen. Und man nimmt da, glaube ich, auch einen Lerneffekt mit. Und das werden wir auf jeden Fall beibehalten. Was man noch verbessern kann, glaube ich, ist noch das praktische Üben. Weil ich glaube, alle, die jetzt das schon mal gemacht haben, haben einfach gemerkt, je häufiger man irgendwas macht, desto einfacher wird das und desto mehr ist man dann damit vertraut. Wenn man das erste Mal die Kamera in der Hand hat, wackelt man sich erstmal was zusammen. Und wenn man es dann zum 10. Mal macht, hat man schon so seine Erfahrungswerte. Und baut die auch nicht mehr direkt neben einer Autobahn auf und hat dann ein furchtbares Rauschen drauf oder so. Ja. Damit Sie, falls Sie das nicht die letzten Wochen verfolgt haben, mal einen Eindruck bekommen, was wir so gemacht haben in dem Multimedia-Praktikum und was für tolle Beiträge rausgekommen sind und wie viel Mühe sich die einzelnen Teilnehmer genommen haben, habe ich Ihnen ein Best-of mitgebracht und den ersten Teil möchte ich Ihnen einfach jetzt mal zeigen. Nach dieser langen Reise passieren die beiden nun endlich die Ortseinfahrt von Bologna. Sie werden hier nicht mehr gebraucht. Wir sind zwei Anhalter Jobbörse, bekommen lauter standardisierte Verfahren. Hier wird sie uns entlassen. Tschüss. Das kann doch nicht sein. Arbeitsplatz per Anhalter. Ich suche eine Arbeitsstelle. Anhalter, Schwerpunkt Saarbrücken. Sieht alles ziemlich gleich aus. Nix. Jan hat sich für seinen Traumjob beworben. Heute bekommt er einen Brief. In dem steht, dass er zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen ist. Jan? Ja, Han. Man hat dich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Freu dich. Halt! Freu dich so früh? Hattest du schon mal ein Bewerbungsgespräch? Und was steht da im Brief? Du sollst einen persönlichen Gegenstand mitbringen? In dieser Verfassung hast du keine Chance. Aber kein Grund zur Panik, wenn du dem Ultimate Survival Guide für Bewerbungsgespräche folgst, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Wir bringen dich in Form. Erstens brauchst du ein gepflegtes Äußeres. Zweitens brauchst du angemessene Kleidung.
Versuch's nochmal. Jetzt hast du es kapiert. Drittens, immer eine Kopie deiner Bewerbungsunterlagen mitbringen. Eine ordentliche Kopie. Genau. So, ich glaube, das war schon mal ein sehr guter Eindruck, den man gewinnen konnte, was wir so das ganze Semester über gemacht haben. Wenn Sie sich jetzt oder ihr euch überlegt habt, Mensch, das sieht gut aus, dazu habe ich auch Lust und das könnte ich mir auch vorstellen, dann stellt sich die Frage, was müsste ich eigentlich mitbringen und welche Kenntnisse bräuchte ich? Und da stellen wir die Frage doch direkt mal an Herrn Eichhorn. Gibt es Kenntnisse, die man braucht? Nein, also bei uns kann man ohne jede Vorkenntnis kommen. Man muss eigentlich noch nicht mal wissen, wo man einen Computer oder eine Kamera einschaltet. Also wir fangen wirklich bei 0,0 an und arbeiten uns dann langsam hoch. Und ich schaue eigentlich auch, dass ich jeden da abhole oder versuche, da abzuholen, wo er steht, sofern das halt geht. Was man aber mitbringen muss, ist einfach die Lust am Ausprobieren und sich da auch ein bisschen reinzuhängen. Also man kann nicht kommen und meinen, ich sitze da meine 4 Stunden ab freitags, mache nichts oder liefere keinen eigenen Beitrag und das wird schon irgendwie gehen. Also ich denke, man hat gesehen, wenn man was lernen will, dann muss man auch immer selber mitarbeiten. Wir haben eigentlich immer mindestens 50% der Zeit, in der man selber arbeitet, selber probiert, selber einfach mal ein bisschen die Kamera in der Hand hat, jemand ein Mikrofon vor die Nase hält. Und das ist eigentlich das Wichtige. Also das heißt, Spaß an Kreativität und Ausprobieren, das ist das Wichtigste und ansonsten gar nichts. Sehr gut. Und wie das bei unserer Gruppe so aussah und was da für Beiträge rausgekommen sind, das wird Ihnen Sven ein bisschen näher erläutern. Ja, genau so ist es. Der erste Beitrag, da geht es vornehmlich um Personalanzeigen. Ich meine, jeder kennt es. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel. Es geht um entgegengesetzte Informationen. Es ist zum Beispiel der Punkt, ich suche eigentlich eine Putzfrau, würde aber in die Personalanzeige schreiben, ich suche den Chef meines neuen Unternehmens. Ich denke natürlich, sau cool, da bewerbe ich mich, das werde ich bestimmt. Schlussendlich werde ich es auch und dann ende ich als Putzfrau und nicht als als Chef des Unternehmens. Ich muss mich kurz korrigieren, Putzfrau sagt mir heutzutage nicht mehr, sagt mir ja Facility Managerin, tut mir leid. Ja, und darum geht es halt konkret in diesem Beitrag. Herr Scholz hat dazu auch in seinem FAZ.net-Beitrag sich darüber erklärt, über diesen Punkt. Und in diesen Anzeigen stehen halt oft Sachen drin wie Work-Life-Balance oder breite Weiterbildung, Work-Life-Balance, also wer es jetzt nicht im Englischen so mächtig ist, das ist sowas wie, also ich kann halt Beruf und Privatleben und alles miteinander vereinbaren und das ist einfach alles dann schön in der Balance drin und ich habe halt keine Probleme mit dem Beruf. Fraglich ist natürlich, wie gut das umgesetzt wird. Eine breite Weiterbildung kann ja vieles sein. Also ich persönlich finde es besser, wenn man dann in eine gewisse Schiene weitergebildet wird, anstatt von allem so ein bisschen und dann zum Schluss endlich kann man dann von gar nichts irgendwas, das ist ja auch nicht wirklich sinnvoll. Genau darum geht's und dann kann natürlich auch der beste Job insgesamt zu einem Albtraum werden. Und genau das sehen wir jetzt von Victoria Lornes filmisch umgesetzt. Bitte schön. Thank you.
Ja, neben dem kleinen Multimedia-Praktikum gab es auch jede Woche vom Advanced Multimedia-Praktikum eine Sendung, OrgaTV. Sie haben es wahrscheinlich alle fleißig gesehen. Und auch hier wieder, gab es da Veränderungen? Zuletzt im Jahr, hat sich hier irgendwas verändert vom Aufbau? Ja, da gab es riesige Veränderungen. Wir haben, also vor allen Dingen technischer Natur zunächst mal, wir haben komplett neue Ausrüstung bekommen. Und ich muss mal anfangen, wie wir gestartet haben dieses Semester. Das sah, ich hoffe, ihr könnt das jetzt mal in die Kamera zeigen. Ich habe mal Fotos mitgebracht. Moment, so. Kann man das sehen? Kann das die Kamera einfangen? Damit haben wir begonnen. Wir hatten eine Regie, die jede Sendung beten musste, dass die Technik irgendwie funktioniert und weiterhilft. Das waren so die Beschwörungsformeln. Und wir sind dann umgestiegen. Wenn ich das jetzt hier mal auf die nächste zeigen darf. Oh, ich halte das verkehrt rum. Zu dem hier. Das hier ist jetzt das Neue, die neue Technik im Vergleich zu dem Mischpult, zu dem ganz alten mal fotografiert. Das heißt, wir sind jetzt wirklich technisch so gut aufgestellt, dass wir in HD senden können und sich da wirklich richtig was getan hat. Also da haben wir wirklich einen riesigen Sprung nach vorne gemacht. Das Ganze war auch relativ kompliziert. Hier sieht man mal meinen Kollegen. Das sind die Kabel, die er da in der Hand hat, die allein an einem PC dran sind. Das heißt, sowas zu sortieren und zu verstehen, war die große Leistung des Teams dieses Semester. Und ich würde sagen, das haben wir ganz gut hingekriegt und sind da schon so weit, dass wir eigentlich eine sehr gute Qualität inzwischen haben, was die Sendungen angeht. Und das ist eigentlich so der große Sprung nach vorne gewesen dieses Semester. Sehr gut. Orchide, du bist die Moderatorin oder eine der Co-Moderatorin neben dem Sven. Genau. Hat es dir gefallen? Hat es dir Spaß gemacht? Kannst du es weiterempfehlen? Und was hast du so gelernt? Ja, also ich habe eine ganze Menge gelernt eigentlich. Angefangen vom guten Zeitmanagement bis halt, wie man vor der Kamera steht, mit der Aufregung umzugehen und vor allem im Team zu arbeiten auch. Also es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht und deshalb kann ich es auch nur weiterempfehlen an alle Studenten, die an Multimedia so interessiert sind, würde ich das schon weiterempfehlen. Wir wollen natürlich unser zweites Mitglied der Gruppe nicht vergessen, Lena. Auch die hat einen wunderschönen Beitrag für die heutige Sendung gedreht und auch den wird der Sven mal kurz vorstellen. Ja, Victoria, genau so ist es. Die Lena hat sich ein bisschen mit Personalanzeigen genaueren beschäftigt. Und zwar... Ich bin es mal leider gewöhnt, dass ich ein Ansteckmikro habe, aber ich habe es mir gerade schon angedroht, dass ich es vergessen werde. Na gut, auf jeden Fall, jetzt müsstet ihr mich ja wieder hören. Ja, und ich weiß, ich soll es auch ruhiger halten. So, alles klar. Wir haben ja schon vorher gesagt, die Sendung wird gut, sie ist gut. So, also, Personalanzeigen, ganz wichtig, Praktika. Immer wieder am häufigsten eigentlich drin zu sehen, neben EDV und Sprachkenntnissen natürlich. Jetzt natürlich die Frage, ist es sinnreich, überhaupt so viele Praktika zu machen? Geht das bei Unternehmen wirklich immer so gut? Und ist es bei Professor Scholz in dem FATS-Blog, was wir gleich filmisch sehen werden, ob es da auch so gut rüberkommt, das fragen wir uns gleich und überlegen derweil noch, wenn Praktika ja immer innerhalb eines Studiums passieren, da wird ja eigentlich immer gesagt, ja, ist super, ist prima, alles 1A, aber was passiert eigentlich, wenn man nach dem Studium oder nach dem Abschluss nicht direkt einen Einstieg findet? Sollte man da noch ein Praktikum machen oder ist das dann eher so Verscherbelung einer selbst? Ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt mal an, bitteschön. Ja. Ja, ich hab's geschafft. Ja. Ja. Da ist es. Ja. So, Sie wollen also bei uns als Torwart anfangen? Ja, genau. Es war schon immer mein Traum, hier Torwart zu werden. Ja, ich muss schon sagen, Ihre Qualifikationen und Erfahrungen als Torwart sind wirklich sehr beeindruckend. Aber was halten Sie davon, wenn Sie hier erstmal ein Praktikum absolvieren? Sagen wir mal so 5, 6 Monate, da können Sie sich alles in Ruhe anschauen. Aber die Stelle als Torwart war doch als richtige Stelle ausgeschrieben. Schon, aber Sie müssen schon verstehen, dass wir uns auch erstmal anschauen müssen, ob Sie zu uns passen und wie Sie sich als Torwart hier so schlagen.
Wenn Sie meinen. Nee, nee, nee. Hätte der arme Kerl mal meinen Blog Per Anhalter durch die Arbeitswelt gelesen, dann wäre ihm das ganz sicher erspart geblieben. Denn was sage ich den Hochschulabsolventen immer wieder? Willst du auch nach dem Studium erfolgreich sein, dann lass dich nicht auf ein Praktikum ein. Damit ich gleich nicht von der Jessie Ärger bekomme, möchte ich das natürlich nochmal kurz richtigstellen. Der Beitrag war von der Jessie und nicht von der Lena, aber den werdet ihr auch noch zu sehen bekommen. Um jetzt nochmal auf das große Multimedia, das Advanced Multimedia Praktikum einzugehen, möchte ich den Herrn Eichhorn gerne nochmal fragen, was müsste man denn eigentlich so für Voraussetzungen mitbringen und wird die nächste Anmeldung für dieses Advanced Multimedia Praktikum auch ein Casting sein oder wird es anders stattfinden? Da gilt auch wieder als Voraussetzung wieder das Interesse am spielerischen Lernen auf jeden Fall. Aber da sollte man auch schon fachlich was mitbringen. Das heißt, man hat im Idealfall schon natürlich das Multimedia-Praktikum gemacht und ist auch sonst einfach so ein bisschen interessiert sich dafür, hat vielleicht schon mal eine Kamera privat auch in der Hand gehabt und sich damit beschäftigt. Wenn man an Moderation interessiert ist, ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon mal theatermäßig was gemacht hat. Das muss aber nicht sein. Also das heißt, es kann sich grundsätzlich jeder bewerben. Und wir werden auch wieder so ein kleines Mini-Casting machen, weil sich das doch bewährt hat, die Leute wirklich danach auszusuchen, was sie können und nicht, wer jetzt mit wem gut befreundet ist oder so, sondern wirklich nach Können auszusuchen. Ich werde auch auf die Lehrschul-Homepage, stelle ich immer so irgendwann während in der Klausurzeit dann mal eine Info rauf, wann man sich bewerben kann, wann der Bewerbungsschluss ist. Und dann schreibt man mir einfach eine E-Mail und alles Weitere schicke ich dann auch wieder per E-Mail an die Welt raus, alle weiteren Infos. Alles klar. Sehr viel schauspielerisches Talent können wir auch in unserem nächsten Beitrag sehen und der ist von der Lena und auch der wird vom Sven nochmal kurz kommentiert. Ja, genau, diesmal mit Mikro und richtigem Namen, nämlich von der Lena, genau. Sehr gut. Da geht es um einen weißen Raum, weiß. Die Farbe weiß assoziieren ja die meisten Kulturkreise eigentlich immer mit Entspannung, Unschuld, Sauberkeit, Weisheit. Gut, lassen wir mal China weg, die sagen halt ist der Tod, aber naja gut, wir sind ja nicht in China. Auch hierzu gibt es einen Blog-Eintrag von Herrn Professor Scholz und der befasst sich ein bisschen mit der Fleischereibranche. Und zwar ist es anscheinend so, dass arme kleine Tierchen, wir nehmen jetzt mal beispielsweise Schweinchen, in den weißen Raum geführt werden, um ihnen ein bisschen ein Wohlgefühl zu geben, vielleicht noch ein bisschen ein warmer Regen und ein bisschen ganz schön Essen und so. Ja, und dann kommt das Schlachtbeil. Einfach so, wie man es wunderschön sieht, möchte übrigens das Foto hier, sensationell. Ja, dann kommt das Schlachtbeil und das Ganze macht man einfach nur, damit dann das Fleisch anscheinend besser schmecken soll. Wie man das Ganze jetzt aber auf die wirkliche Arbeitswelt übertragen kann, das zeigt uns jetzt Helena Sabelkina in ihrem Beitrag. Bitteschön. Und auch heute führt uns der Anhalter durch die Arbeitswelt. Unser Thema in dieser Sendung heißt der weiße Raum. Der weiße Raum, mein lieber Arbeitnehmer. Damit ist im Arbeitsleben nicht etwa dieses oder solches gemeint. Nein, in der Arbeitswelt heißt es genau das. Wie ein Tier, das geschlachtet werden soll, sollst du in diesem Raum friedlich gestimmt werden. Zuerst fängt alles ganz harmlos Hallo. An. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Setzen Sie sich doch bitte. Dankeschön. Sitzen Sie bequem. Ja, ja. Möchten Sie vielleicht noch etwas zu trinken? Oh, danke. Dienen Sie sich ruhig. Geht es Ihnen sonst gut heute? Ja, prima. Alles bestens. Das ist gut. Sehr gut. Denn... Doch dann! Sie sind gefeuert! Vom Schock... und dem Verspüren von Leere und Hilflosigkeit... über Trauer und Verlustängste. Bis zum Verlust des Bewusstseins. Auch im wahrsten Sinne des Wortes. Ah!
Und du, lieber Arbeitgeber, fang ihn auf. Tröste ihn. Hol ihn zurück ins Leben. Unterstütze ihn. Wenn es also soweit ist und du tatsächlich in den weißen Raum eingeladen wirst, sei bloß gewappnet. Ja, Okide, auch du durftest eine Doppelmoderation machen mit dem Sven zusammen, den wir schon ein paar Mal gesehen genau. haben. Hat dir das Spaß gemacht oder im Nachhinein würdest du sagen, auch ich hätte das, glaube ich, auch ganz gerne alleine gemacht? Nein, also der Sven war auf jeden Fall ein super Co-Moderator. Mhm. Hier ein Gruß von mir, von der Seite. Also der hat das, also das ist auch zu zweit sowieso viel einfacher, weil wenn man dann nicht weiter weiß, hilft der andere einem und ja, das war dann mit Sven viel einfacher. Als Resümee, wenn du nochmal die Wahl hast und entscheiden darfst, würdest du die Rolle der Moderation wieder wählen oder würdest du sagen, vielleicht, ich würde auch mal ganz gerne in eine andere Rolle schlüpfen und gucken, wie das so aussieht? Ja, also ich glaube schon, dass ich mehr für Moderation geboren bin, aber ja doch, in die Regie würde ich auch mal gern so reinschnuppern, aber im Großen und Ganzen würde ich doch lieber Moderation machen. Gut. Als Abschlussfrage würde ich gerne noch eine offene Frage an beide stellen. Warum sollte man denn das Multimedia-Praktikum, das kleine, sowie das Advanced-Multimedia-Praktikum überhaupt machen? Und willst du gerne anfangen, Orchide? Ich würde sagen, ganz viel Spaß. Also ich könnte auch jedes Jahr nochmal aufs Neue dabei sein. Ja, hat mir sehr gut gefallen und auch ja, viel besser als erwartet halt. Ne? Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, vor allem, weil ich das Team auch nicht kannte und so. Und dann hat man sich aber ganz gut eingelebt und hat ziemlich viel Neues dazu auch gelernt. Ja. Ne? Ich glaube, was du jetzt gerade angesprochen hast, also gerade diese Teamwork-Idee, ist eigentlich so der Grundgedanke, der auch dahinter steckt bei dem Advanced Multimedia Praktikum, also was dann auch stark im Vordergrund liegt, steht, also wirklich die Idee, man kennt sich vorher gar nicht und muss sich dann erstmal eine Teamfindungsphase machen, muss aber schon anfangen, erste Sendungen zu produzieren und sich da irgendwie miteinander abzusprechen. Da gibt es auch, ich habe meinen Bilderfundus noch ein bisschen geräubert, da gibt es dann auch mal leicht schlaflose Nächte. Mal gucken, ob wir das auch ins Bild kriegen. Ja, so erschöpft kann das dann auch mal in Ausnahmefällen aussehen. Aber ich glaube, der Kameramann, der jetzt gerade hinter der Kamera steht, wird mir zustimmen, dass es doch am Ende was ist, was wahnsinnig Spaß macht und wo man einfach einen riesen Lerneffekt mitnimmt. Spaß und Lerneffekt ein Semester lang, oder? Kann man das so zusammen, zusammenfassen? Genau, okay? Zusammen. Würde ich auch so sagen. Sind wir uns einig. Genau. Also auf jeden Fall machen, anmelden im Sommer, jetzt fürs Wintersemester. Wir freuen uns über jede Anmeldung. Sehr gut. Vielen Dank fürs Dasein. Auch ich kann das so bestätigen. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe auch sehr viel Neues gelernt. Und auch mal so einen Kurzfilm zu machen, das ist nicht gerade leicht. Das ist auch eine kleine Herausforderung. Und vor allen Dingen hier zu sitzen oder auch für die Regie ist bestimmt auch nicht der einfachste Job. Und es macht wahnsinnig viel Spaß und ist wirklich weiter zu empfehlen. Und damit gebe ich an den Sven, der natürlich auch noch ein paar Worte an euch richten möchte zum Schluss. Ja, vielen Dank, Victoria. Ich möchte jetzt mal noch kurz, bevor wir uns verabschieden und uns schon für nächste Woche freuen, erstmal zur Kenntnis bitten, dass man dieses Foto natürlich käuflich erwerben kann für 622 Euro auf unserer E-Mail-Seite. Ihr könnt uns gerne schreiben. Wir geben das Foto sehr gerne raus, auch in Postergrößen erhältlich, wird dann ein bisschen teurer, aber naja, das macht ja jetzt nicht ganz so viel. Ich danke der ganzen Gruppe, unserer Expertengruppe, der Lena, der Jessie und der Vicky, die das heute wirklich ganz grandios gemacht haben, dafür, dass der Studiogast ausgefallen ist und alles ganz hü-hot und sapperlott da laufen musste. Natürlich auch vielen Dank an unsere beiden spontan eingesprungenen Gäste, Felix Eichhorn und Orchide Kühmann. Und ich verweise jetzt noch auf den wunderbaren Blog von Herrn Professor Scholz. Nochmal hier, auch als Buch käuflich zu erwerben, ist das so? Ja, sieht man so wunderschön. Käuflich zu erwerben im Handel, könnt ihr überall machen. Oder auf fatz.net einfach Scholz oben in die Suche eingeben. Da findet er alles, was er jemals geschrieben hat in irgendwelchen Blogseiten. Ich verabschiede mich bis zur letzten Sendung nächste Woche. Ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal einschaltet. Für Anregungen und Kritik natürlich immer facebook.com, orga.tv mit TE und VAU oder babbel.com einfach mal ein bisschen schreiben. Bis dann, ciao. Und hier nun wieder die Orga-TV-Tipps zum Wochenende. Am Donnerstag geht nach 10 Jahren die Harry Potter-Saga zu Ende. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 startet am 14.07. in den deutschen Kinos. Am Samstag, den 16.07.,
läuft in Saarbrücken folgendes. Im Seven ist die Rocco del Schlacco Clubnacht. Los geht's ab 23 Uhr. In der Garage kehren die 90er zurück. Die 90er Party startet um 23 Uhr und bis 0 Uhr ist freier Eintritt. Und im Nachtwerk ist die Havanna Club Night. Los geht's um 22 Uhr. Orga TV wünscht euch viel Spaß für das kommende Wochenende.